wenn Sie einen Arzt Ihres Vertrauens haben und ihn mal fragen, was heilt, wer heilt, und er ehrlich ist, dann wird er sagen, der Patient heilt sich selbst durch seine Selbstheilungskräfte. Und wie man die entwickelt, darum geht es jetzt im Gespräch mit Roberto Antela Martinez. Du sprichst perfekt Deutsch, ja. Bist aber spanischer Herkunft. Genau. Bist du in Deutschland geboren? Nein, ich bin in Spanien geboren. In Spanien geboren, mhm. Aber schon sehr lange in Deutschland. Ja, ungefähr mit 12, 13. Ja. Und irgendwo im Südwesten nach dem Singsang der Sprache. Genau, da sage ich immer zwischen Stuttgart und Ulm. Ah, okay. Damit fangen die meisten was an. Ja. Genau. Ja. Und du hast einen Weg zu diesem Thema, ja, der sehr schmerzhaft war. Ja. Magst du, auch wenn es schmerzhaft war, darüber erzählen, wie du überhaupt auf das Thema Selbstheilung gekommen bist? Mhm. Es war alles andere als akademisch. Alles andere, du sagst es genau. Ja. Genau, wenn man schon nichts anderes kennt, sein Leben lang außer krank zu sein, schwer krank zu sein. Und die Schulmedizin irgendwann, man merkt, die Schulmedizin kann einem da nicht wirklich weiterhelfen. Symptome behandeln, ja, aber nicht helfend. Also, und wenn die Ärzte dann sagen, auch noch, mit 30, 40 stirbst du sowieso, auf gut Deutsch gesagt, wegen der Vergiftung an einem 12-Jährigen, das ist schon ein harter Tobak, wo man auch nicht vergisst. Und das sind schon Traumas, wo dann drin sind, auch wenn die Mutter sagt, vergiss es, Dummschwätzer und so weiter. Das fing ja schon bei deiner Geburt an. Ne? Ja, ist ja klar. Ich bin ja nach ein paar Wochen, wenn überhaupt, glaube ich, also nach wenigen Tagen zumindest, kam ich schon, als gar nicht vergiftet in die Klinik, in die Kinderklinik, in die Intensivstation. Und da war ich ein knappes Jahr in diesem, sag mal, Brutkasten da drin. Ja. Und da fehlt schon die Wärme, die Liebe fehlt da. Dann ist man wie im Kühlschrank, sag ich mal, abgestellt. Ja. Und irgendwann... Separado. Absolut, ja, 100%. Und nach knapp einem Jahr hat meine Mutter gesagt, dann okay, jetzt ist genug. Ja. Also die haben gesagt, 50-50 haben die Ärzte mir gesagt. Und da hat sie gesagt, ja, aber ein Jahr ist mehr als genug. Und dann kurz vor Weihnachten hat sich entschieden, also nicht mein Vater, sondern meine Mutter, hat sie gesagt, jetzt kommt er heim. Und sage ich, wenn er stirbt, dann ist okay, dann soll es halt wirklich so sein, aber dann stirbt er zu Hause, aber nicht da nicht in dieser Klinik. Ja. Ja, hat sie das Schicksal, wie man es dazu sagt, nach oben gegeben. Er sagt, der da oben soll entscheiden. Ja. Ja. Genau. Und dann hast du überlebt. Ja, Gott sei Dank, ja. Ja. Aber es war ein Überlebenskampf. Ja. Also die ersten, sagen wir, fast 40 Jahre war schon ein wirklicher Kampf. Ja. Aber es war nicht Leben, das war Existieren. Ja. Und wenn man als Jugendlicher, Teenager unvorstellbare Schmerzen hat und immer wieder Operationen, aber nach außen hin immer den Gesunden macht, also das haben wenige gewusst, wie es mir ging. Tatsächlich. Ich habe nie gejammert. Und nur, glaube ich, meine Mutter, es war die Einzige, die wirklich wusste, wie es mir geht. Ja. Ich habe mich halt immer mit alles, was da war, waren Schmerzmittel, habe ich halt genommen. Und, die ja nicht ohne Nebenwirkungen sind. Na klar, das wären ja eimerweise, wenn ich das so zusammenrechne, jeden Tag. Aber da konnte ich zumindest existieren. Ja, und rausgehen mit den anderen, auch spielen und tun und so weiter. Und dann zu Hause aber war mein Energielevel auf null und die Schmerzen so hoch, dann bin ich immer ins Bad rein zugeschlossen und dann bin ich immer zusammengebrochen. Auch als Erwachsener noch? Auch als Erwachsener, ja. Und mit 20 hatte ich einfach genug. Also ich hab wirklich gesagt, als 20-Jähriger, ich hatte ja einen günstigen Darmausgang eine Zeit lang auch. Okay. Und dann sagte ich, ob es 19 Jahre alt war oder 21, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, was war in dem Dreh 20. Und da habe ich wirklich eine ganz ernste Diskussion da oben gehabt und habe gesagt, also ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich habe keinen Bock mehr. So sage ich, keinen Bock, fertig aus. Und sage jetzt, mach irgendwas, bring mir irgendetwas an die Seite oder dass mir das Leben lebenswert macht oder hol mich nach oben, egal was. Ja. Aber so habe ich keinen Bock mehr. Und das war im Wald, das weiß ich heute noch. Und da habe ich wirklich raufgeschrien. Ja, und er sagt, so schnell. Und dann hat der Chance angefangen, er hat mich anscheinend erhöht, was auch immer. Hat dann funktioniert und dann habe ich mich auf einmal interessiert für alles, was mit Heilung zu tun hat. Egal was es war, ich habe gesagt, spielt keine Rolle was.
Hauptsache hat das mit Heilung zu tun und wenn es funktioniert, nehme ich es an und fertig aus, obwohl ich nicht daran geglaubt habe. Mhm. An diesen ganzen anderen, was es da gibt an Heilung und Schamanismus, Geistheilung, lauter Spinner. Ist spannend, wenn du sagst, ich habe mich dann für Heilung interessiert, dass bis dahin im Prinzip immer nur Symptombekämpfung war. Nur Überlebenskampf, genau. Überlebenskampf. Und Symptome, genau, richtig, ja. Absolut. Ich dachte, die Ärzte machen das schon, ich muss mich ja nicht drum kümmern. Ja. Und die Schulmedizin. Ja, aber sie konnte mir wirklich nicht heilend helfen. Und die haben es zum Teil wirklich probiert. Ja, also das muss ich dazu auch fairerweise sagen, dass sie mir immerhin dreimal das Leben gerettet haben, ja, mit der Notambulanz. Und die haben gesagt, einmal haben die gesagt, 20 Minuten später, dann wäre es das gewesen. Mhm. Und deshalb bin ich der Schulmedizin schon dankbar. Ja. Also, was Konzerne damit machen, ist was ganz anderes. Mhm. Ja, aber es hat auch ihre Daseinsberechtigung. Und die hat schon, denke ich mal, auch Millionen Menschen schon das Leben gerettet. Ja. Und denke mal, jede Mutter, die meisten Mütter sind glücklich, wenn in der Nähe ein Krankenhaus ist, wenn das Kind zur Welt kommt. Mhm. Oder wenn jemand sehr starke Zahnschmerzen hat und da ist ein Zahnarzt. Ja. Man darf nicht immer verfluchen und gegeneinander kämpfen, sondern miteinander. Auch die Geistheilung, der Schamanismus, was es alles gibt. Und es gibt so vieles, was die meisten noch gar nicht wissen. Mhm. Das ist das. Ja. Du hast dich erstmal wahrscheinlich in der Literatur Bücherei bin ich. Damals gab es ja kein Internet wie heutzutage und ja, YouTube ja. Und alles. Ja. Ich bin einfach in Bücherei und habe geguckt, irgendwann merkt was mit Heilung. Mhm. Dann bin ich rein in diese Abteilung und habe Bücher rausgeholt mit allem Möglichen. Mit den vielen konnte ich gar nichts anfangen. Aber da ich ja indianische Abstammungen habe, wusste ich, Medizinmänner. Okay. Ja, die haben da die Arbeit mit der geistigen Welt und so. Da bin ich zack hellhörig geworden. Nord- oder Südamerika? Beides. Beides. Tatsächlich? Ja, ja. Beides. Also, so weit kannst du es zurückfahren? Ja, gerade noch. Also meine Patagoni, meine Urgroßmutter, die habe ich ja nur persönlich gekannt. Ja. Ja. Dann bei den Kiowa-Apachen, das habe ich nur noch von meiner Mutter auch erfahren, dass da noch was war. Mhm. Also dachte ich, gut, Apachen hört sich schon mal gut an. Mhm. Als Teenager, klar. Und dann die Bücher. Und dann, das war für mich schon eine andere Welt sowieso. Aber ich dachte mir, okay, gut. Hört sich irgendwie, meine Mutter erzählt, ja, die haben auch, meine Mutter hat gesagt, es gibt Möglichkeiten da mit diesen Naturwesen und so und mit Kräutern. Mhm. Da kann man viel machen, was man vielleicht mit der Schulmedizin nicht machen kann. Und das heißt, deine Mutter hat schon einen Schub gehabt. Offen. Ja, ja, dafür. Das war auch die Einzige, die geglaubt hat. Ja. 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 Die anderen haben gesagt, ja, bleib bei der Spur und die haben dich immerhin, du bist am Leben, sei doch froh. Und dann gehst du vielleicht dahin und dann stirbst du erst recht da hinten am anderen Ende der Welt. Aber ich bin schon immer gerne ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe gedacht, ich kann nur sterben oder gesund werden. Mhm. Ja, aber fertig aus. Und das habe ich auch gemacht, ja. Und so hat es angefangen, der Weg. Also zuerst nach Patagonien bei meiner Urgroßmutter. Mhm. Die hat gesagt, da hinten hat es einen da, in dieser Hütte, da ist ein Schamane, da gehst du mal hin. Ja. Und das waren so die ersten Anläufe. Mhm. Ja, voller Respekt und alles. Und da so begann der Weg. Und da wurde ich immer mehr, hatte ich mein Bewusstsein immer mehr entfaltet. Mhm. Und vor allem meine Demut, da ich ein sehr arroganter Spanier war. Mhm. Eigentlich sehr liebevoll, aber im Geiste habe ich gedacht, ihr seid doch alles Träumer. Ja, ja, ja. Die ganze Zeit gesagt, Geistheilung und hier, leg die Hand auf, da leg die Hand bei dir auf, ob du nicht bei mir. Mhm. Da war ich schon sehr arrogant und deshalb musste ich den langen Weg der Demut gehen, sage ich jetzt immer. Ist aber gut so. Ja. Das heißt, da war Patagonien, gehört zu Chile. Mhm. Das heißt, Patagonien, ganz unten. Richtung Feuerland. Ne? Genau, richtig. Das heißt, die Sprachbarriere war da nicht. Gott sei Dank, das war sehr gut. Sehr gut, ja, war das. Für den Anfang, weil nachher warst du ja auch in Nordamerika. Ja, aber wir haben nur Indianerstämme gesucht, die auch Spanisch können. Ja. Weil mein Englisch nicht sehr gut war. Habe ich gedacht, warum soll ich mich anstrengen, meine Gefühle zu erklären? Auf Englisch ist es schwer, auf Spanisch ist einfach. Also habe ich Literatur geguckt, Indianerstämme, ja, auch wo Spanisch können, haben mir einfach die Zeit gelassen. Und dann habe ich dann einige gefunden, ob es die Navajos waren oder die Kiowa Apachen, auch die Sioux. Die im Süden, also die in Richtung Mexiko, ja, die konnten Spanisch? Ja, auch die oben bei Oklahoma, die Kiowa Apachen, ja, ja. Okay. Ja, auch. Und die Navajos sowieso. Ja, und dann begann ich mich einfach auf die Suche. Man sagt, spring ins kalte Wasser, tu es einfach. Ja. Und wenn es da oben jemand gibt, dann wird er mich schon führen oder helfen. Ja. Natürlich hat die Familie gesagt, lass es.
lass es, mach es ja nicht, du bist ja verrückt, du kommst nie wieder zurück. Ja. Und du bist aber für dich war ja eh die Alternative, ja, entweder gesund werden so oder gehen. Ja, ich sage, ja, was soll ich hier? Ja, ja. Diesen Überlebenskampf habe ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt, Mama und Papa. Ich sage, nein, hab keine Lust, ich mach's einfach. Und ich habe oft auch gar nicht gesagt der Familie, wo ich hingehe. Ich habe gesagt, ich gehe Urlaub. Mhm. Ja, ich wollte immer schon mal die Grand Canyons sehen und so. Ja. Und da war eine Ruhe. Mhm. Da haben die Ruhe gelassen. Ja, toll, klar, wieso nicht? Nimm genug Medikamente mit und so weiter. Ja. Und dann bin ich halt los in die andere Richtung, ohne dass die wissen, wo ich bin. Dann sehen sie immer Gedanken gemacht, oh, der ist irgendwo in der Pampa unterwegs und hoffentlich verirrt er sich nicht. Und so habe ich gedacht, oh, der ist in Amerika und macht eine Rundreise. Mhm. Ja, ich Wie lange warst du da weg? Ungefähr zweieinhalb Monate. Manchmal auch nur einen Monat. Okay. Mhm. Und bei Nordamerika, wie hast du das geschafft, da Kontakt herzustellen? Bist einfach hingefahren? Bücher, Navigationsmappen, die Mappen, Mietauto und dann bin ich losgefahren. Ja. Und es hat viele Anläufe gebraucht. Ja. Hat viele, viele Anläufe gebraucht. Wirklich, ich habe mich ganz oft verirrt. Ja, ich wurde ganz oft wieder weggeschickt. Mhm. Es war halt so, es ist so, dass das sind Busse, Touristenbusse. Mhm. Und die fahren zu Reservaten. Klar. Und die sagen, hier, das sind die Stände, da dürft ihr euch Sachen kaufen, Souvenirsachen und ihr dürft euch bewegen, aber nicht da reingehen und nicht da reingehen. Ja, das ist genau. Und genau das habe ich gemacht. Ja. Da habe ich gesagt, da darfst du nicht reingehen, da bin ich reingegangen. Genau das habe ich gemacht. Bin immer ganz hinten gelaufen, ganz hinten und dann zack, rein. Ja. Ja, und meistens wurde ich halt gesagt, hey, was machst du da? Go home. Mhm. Ja. Und aber irgendwann, ungefähr knapp 6 Jahren, hat es funktioniert. Da hat doch ein Indianerstamm gesagt, also dieser alte Schamane, hat dann gesagt, nachdem er eine Zeit lang hinten rauf schaute, hat er, was guckt er da oben? Ja. Und dann schaut er mich an, und dann wieder nach oben, dann schaut er mich an, dann hat er irgendwas zum anderen gesagt und hat er gesagt, du darfst da bleiben. Mhm. Was ich in 100 Jahren nicht erwartet hätte. Ja. Weil die mich immer wieder weggeschickt haben. Ja. Ja, dann war ich natürlich baff. Und so hat. Weil du so penetrant sozusagen. Also Peter, gleich, immer die Freiheit siegt. Hat. Mein Vater sagt, die Freiheit siegt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da etwas ist, irgendwas was gesagt, du mitnehmen kannst. Gesagt, anscheinend haben die was und ich bin krank. Mhm. Also möchte ich das haben. Ich möchte hier gesund werden. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, also gut, ich probiere es immer wieder. Mein Vater sagte mal zu mir, Freiheit siegt. Mhm. Dann sage ich, also gut, ich habe nichts zu verlieren. Also ich gehe immer wieder rein, immer wieder rein, immer wieder rein. Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit, ja. Ich habe nichts zu verlieren gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und hat sich im Endeffekt 1 Million Mal gelohnt bei mir. Und dann wurde ich, wie sagt man so schön, habe ich Blut geleckt. Ich dachte, es geht was. Ja. Es geht was, obwohl ich 80% war Mist. Ich sage es mal so ganz hart. Ja. Ja, hat gar nichts gebracht. Ja. Aber 20% hat was gebracht. Und dafür hat es sich schon gelohnt. Ja. Was in meinem Leben verändert hat. Auf einmal verschwanden die Migräne, dann wurde der Bauchschmerz weniger. Da dachte ich mir, also es gibt was. Da ist was, wo man nicht erklären kann, aber es funktioniert anscheinend. Und da dachte ich noch gar nicht, dass vielleicht bei mehreren funktioniert. Das war mir auch egal. Hauptsache es funktioniert bei mir. Mhm. Und dann hörte ich immer mehr in TCM, in Peking, ja, mit Meridiane und so. Und das Qi muss im Fluss bleiben und so. Da dachte ich, okay, hört sich interessant an. Ich komme auf den Kampfsport oder Selbstverteidigung. Und dachte ich, da gehe ich auch mal hin. Und da hat es dann auch angefangen. Dann las ich Australien. Ja, die Aborigines und die Heilkraft aus der Urzeit und so weiter, dachte ich mir, okay, alles, ich werde alles machen, egal was, wenn ich in die andere Galaxie reisen sollte, bis ich gesund bin, egal was es ist. Und dann wusste ich auch, nachdem es angefangen hat zu wirken, an einer Stelle, da wusste ich, okay, könnte was dran sein. Und dann beim zweiten habe ich gewusst, es ist Heilung möglich. Mhm. Ja, ich muss nur lernen, wie es geht. Ich muss es nur finden, suchen und dann anwenden. Das heißt, du hast, wenn ich das mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehe, du bist auch nach Australien gegangen? Ja, oder klar. Zweimal. Südamerika, Nordamerika und hast dann ein Gespür für die Synthese, also beziehungsweise das Wesen, das Wesen der Techniken oder das Wesen der Heilweisen. Auffassung. Es ist ja sicherlich, hat ja ganz viel mit unserem Weltbild oder Menschenbild zu tun. Auch. Extrem. Ja. Extrem. Ja. Und kannst du mal einen Punkt nennen, was dir als erstes so aufgefallen war, was diese unterschiedlichen Zugänge doch wesensmäßig gemeinsam hatten? Ja. Also das Erste war ja
mein erster großer Erfolg bei den Indianern, die zu mir sagte, nach 6 Monaten verschwindet der Schmerz. Mhm. Und ich dachte, ja klar, natürlich. In 6 Monaten bin ich nicht mehr hier und kann ich nicht mehr zurück. Ja, und nach 6 Monaten war es weg. Ja. Dachte ich, der hat mir das vorausgesagt, hat mit mir gearbeitet, gesagt, ich soll das und das machen. Und es hat tatsächlich funktioniert, es ist weg und ich habe kein bisschen dran geglaubt. Ja. Ja, da dachte ich mir... Du hast kein bisschen dran geglaubt? Nein, kein bisschen. Das ist spannend, ne? Da gibt es also diesen Witz, 2 Intellektuelle, ja. Der eine besucht den anderen und sieht über der Tür ein Hufeisen. Ja. Aber was machst du denn da? Du glaubst doch gar nicht an sowas. Ach, sagt er, der Bauer, der mir das gegeben hat, gesagt... Das funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Ja, genau so ist es, ja. Okay. Und, aber die Synthese zu allem war eigentlich im Endeffekt, dass es bestimmte universelle Regeln gibt und die für alle gelten. Ja. Das war für mich so diese Quintessenz, dass ich gewusst habe, ich muss sie einfach lernen, begreifen, akzeptieren und anwenden. Und in Peking sagte mir auch, einer meiner Meister, dass fast kein Mensch auf der Welt diese universellen Regeln richtig versteht. Mhm. Und deshalb geht es auch fast allen auf der Welt schlecht. Mhm. Ja, aber sie sind immer da. Ja, und das war für mich auch so ein Quantensprung, dass ich mir da zermürbt habe. Ich bin immer sofort am Konkreten interessiert. Eine dieser universellen Regeln wäre? Selbstliebe. Selbstliebe. Ja. Dachte ich ja selbst, die abgelutschtes Ding da, mein, nee. Klar nehme ich mich, ich bin doch toll. Viel zu einfach, gedacht, ne? Viel zu einfach und weg, ja. Nächste, du sagst, weg damit, und das Nächste, was noch? So ungefähr. Und da sagt er zu mir, du bist ganz weit weg von deiner Energie. Ja. Das weiß ich noch. Dieser kleine Meister mit knapp 80 Jahren, mit seinem Tai-Chi-Anzug, sage ich mal, wo er da gehabt hat. Und dann schaute er mich an und sagte mir nur, du bist ganz weit weg von deiner Energie. Und da dachte ich mir, wirklich damals war mein Gedanke, als 27-Jähriger, habe ich mir gedacht, soll ich mir gleich eine schmieren? Oder erst, nachdem er mich behandelt. Ja, ich habe gesagt, quatsch mich nicht voll. Ich bin weit von meiner Energie, bla bla bla. Aber irgendwas in mir sagte immer, sei einfach still, sei einfach still. Ja. Und so. Und die waren immer einen Schritt weiter als ich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, alle meine Meister haben mich durchleuchtet. Oder haben einfach durch mich durchgeschaut oder in mich hineingeschaut. Gehäutet? Hast du gesagt gehäutet? Nein, durchleuchtet. Durchleuchtet? Durchleuchtet. Okay. Wusch. Genau. Wieso? Ja, genau. Ja. Ja, ein ganz saumäßig blöder Weg. Jetzt war es ein schöner Weg. Ja. Jetzt besuche ich viele Orte, wo ich war, als gesunder Mensch. Mhm. Das ist wieder eine ganz andere Erfahrung. Ja. Damals bin ich ja hingekrochen zum Teil. Ja, mit dem Rucksack voller Medikamente. Und jetzt gehe ich hin und die gucken nicht mehr erstaunt, so ungefähr, die sagen, ja, hast du was anderes erwartet? Mhm. Ja, ich dachte immer, die kommen und sagen, wow, jetzt toll. Ja, gar nicht. Hast du, als du das erkanntest, dass die Selbstliebe sozusagen eines der Basic Laws in Sachen Selbstheilung ist, hast du an dir selber, an deiner Geschichte erkannt, wo du sozusagen Mauern gebaut hast, um dich herum, wahrscheinlich. Diese Überzeugung entwickelt hat, dass du dich nicht lieben oder dass du nicht liebenswert. Wahrscheinlich, denke ich mal, wo ich in diesem Brutkasten war ein Jahr lang. Ja. Ja, da verliert man, da wird man ja komplett aus seiner Quelle geschoben. Man hat keine Wärme, keine Liebe. Ja. Und ich denke mal, da muss ein Kind einen Selbstschutz aufbauen auch. Mhm. Sonst stirbt man ja. Kinder sind einfach, haben diesen Schutz nicht. Aber wenn sie ja schlechte Erfahrungen haben, die vergessen das, geht ins unser Unterbewusstsein. Und das Baby auch, das passiert unbewusst. Gerade. Aber ich denke mal schon, da baut man schon einen Schutz auf. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal. Mhm. Bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, also das ist Todesangst, wenn wir von der Mutter getrennt werden zu so einer frühen Zeit. Mhm. Ja, komplett die Realität war ja 9 Monate lang die Mutter. Komplett. War unvorstellbar eigentlich. Ja. Und also ich kann mir nur nichts anderes vorstellen, als dass ein Kind sich hammerhart schützen muss durch einen Selbstwertmangel. Mhm. Ne, wenn ich nichts wert bin, dann brauche ich auch von dem nichts zu erwarten. So ungefähr. Ja. Ja. Und sozusagen der Irrtum, dass wir nicht liebenswert
hat uns überleben geholfen. Wahrscheinlich, ja. Ja, nur jetzt als Erwachsene steht es uns ziemlich im Wege. So ziemlich ist es. Im Wege. Extrem. Ja, ja. Extrem, ja. Das sind diese unbewussten Geschichten, was da auch viel passieren, dass man krank wird. Ja. Oder depressiv oder was auch immer. Ja. Ja, also wir werden einfach durch diese Quelle, aus dieser Zentrifuge herausgeschleudert und dann hier wieder hineinzufinden ist, wenn man es nicht weiß, kaum möglich. Das ist, als ob man im Wald ist oder auf dem Feld und da ist alles voller Nebel. Und dann findet man den Weg. Wenn du Pech hast, stürzt du den Abhang runter, was ja den meisten passiert. Ja. Und genau so ist es, glaube ich. Man bekommt diesen Nebelschleier und ist einfach nur auf Zufallsprinzip programmiert. Ja. Was meinst du, ist der größte Hemmschuh, zumindest hier in unseren Breiten, diese Selbstliebe an sich sozusagen wirken zu lassen? Also sich selbst zu lieben? Glaubenssätze. Wir haben komplett den Glauben an uns verloren. Ja. An vielen anderen natürlich auch. Und dann kommt natürlich dieses von außen, diese Manipulation, dieses angelogen werden über von Leben zu Leben. Ja. Sagen wir, du bist es nicht wert und schau dich mal an, was hast du bis heute erreicht? Bist du überhaupt ein Auserwählter? Nein, also lass es. Wenn du krank bist, geh zum Arzt und so weiter. Ja. Von klein auf, man sieht es auch, die älteren Kinder sehen es ja schon unbewusst bei den Eltern. Ja. Beobachten die ja schon, was da passiert. In der Schule, die verlieren unbewusst und unbewusst komplett den Glauben an sich. Und es geschehe nach deinem Glauben, auch wenn es unbewusst passiert. Ja. Und wenn du nicht glaubst, nicht, die meisten hoffen ja nur. Also ich denke mal, 98% sagen, ja, doch, das funktioniert. Wirst du dein Leben dafür, wirst du das Leben deines Kindes dafür verwenden, jetzt sofort? Ja, nein. Also glaubst du nicht wirklich. Mhm. Ja, das ist das, wenn man sagt, doch, ich glaube, sage ich immer, würdest du dein Kind opfern? Sagt jeder, nein. Sag, siehst du, wie stark dein Glauben ist? Du hoffst. Mhm. Und hoffen, wenn nicht, sobald du hoffst, heißt es eigentlich, ich glaube nicht. Mhm. Sonst würdest du nicht hoffen. Ja. Also Glauben in dem Sinne von Vertrauen. Ja, Vertrauen. Also jedenfalls tiefes Vertrauen. In der Bibel, ne, wo Luther, also in der deutschen Bibel, Glauben übersetzt hat, das Wort heißt auch Vertrauen. Ja. Und ich übersetze es immer mit Vertrauen. Weil genau das Gleiche, absolut. Also viel, viel weitergehend, als ich glaube an etwas, aber mein Glaube kann ja erschüttert werden. Aber wenn ich einmal gelernt habe zu vertrauen, dem Leben, meinem Körper, immer wieder bin ich fasziniert, wie mein Körper das alles von alleine macht, wenn ich mich verletzt habe. Das heißt, ich kann zuschauen, wie das heilt, das ist wunderbar. Wunderschön, ja. Ja. Gibt es noch ein zweites universales Gesetz? Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit. So eine starke Energie. Aber hallo. Aber ich sage wieder normal, so, ja, hier, danke, ja, da ist kein Gefühl drin. Ja. Diese Demut beim Danke sagen. Das ist eine Gefühlssache. Ich denke immer, Gefühl ist die Sprache der Schöpfung. Mhm. Ja, und wir haben die Sprache verlernt, indem wir nicht mehr auf uns hören, also das Gefühl hier hören, Höhle und Himmel hier oben. Dem Diener hat Einstein mal gesagt, irgendwie das Gefühl ist eigentlich das, was uns ausmacht, aber wir haben dem Diener, dem rationalen Verstand, haben wir jetzt sozusagen auf den Sockel gehoben. Genau, den haben wir die Macht übergeben und der gibt die Macht nicht mehr Obwohl so schnell zurück. Obwohl er ein Diener sein soll. Er soll ein Diener sein, um das geht's. Aber er gibt, das ist wie einer, der im Chefsessel hockt im Büro und sagt, das gefällt mir und den Job gebe ich jetzt nicht mehr her. Mhm. Ist so, dann fängt das Ego an. Ja, und der hier, eigentlich der Chef, der wird runtergedrückt oder gemobbt. Ja. Dankbarkeit. Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Die Rose des Koran. Also Monsieur Ibrahim, Die Rose des Koran. Mhm. Und der kleine Junge kommt zum Araber in der Straße und ist also, seine Mutter ist gestorben und er klaut da auch. Auf alle Fälle kommen die ins Gespräch und Monsieur Ibrahim, Sie lächeln immer. Ich habe keinen Grund zum Lächeln. Und dann sagt Monsieur Ibrahim, das Lächeln kommt am Anfang des Tages. Das heißt, nicht als Belohnung. Genau. Also es gibt ja diesen Spruch, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin. Genau. Sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Ja, nachher kommt Rupert Sheldrake ins Studio, der hat genau
auch die Dankbarkeit als eine der spirituellen ganz Praktiken benannt, wo tatsächlich mittlerweile Studien gemacht natürlich. Wurden, dass Menschen, die von ihrer Grundhaltung dankbar sind, also für das sogenannte Kleine, das Lächeln eines Kindes oder das Schauen in die Kinderaugen. Vorgestern war ein wunderschönes Wetter hier, ein Spätsommerwetter, wie es im Buch steht. Und dafür dankbar zu sein, ein Gefühl der Dankbarkeit zu entwickeln, ist für mich wie ein Dünger. Es ist so, dankbare Menschen sind wissenschaftlich bewiesen, seltener gesünder. Krank, gesünder und so eigentlich das Gleiche. Ja. Genau, ist so. Ja, und dort denkt jeder, Dankbarkeit und Liebe, die ist ja so abgelutscht. Die wollen irgendwas, was Neues, so Mystisches. Thrill noch. Und so. Was Geheimes. Was Geheimes, genau. Obwohl es eigentlich so einfach ist und es immer schon da war. Aber wir wurden also genau davon weggebracht. Also da wird es auch immer so kaputt gemacht, das Ganze. Mhm. Obwohl es genau das Geheimnis ist eigentlich. Ja. Wenn man schon nach Geheimnis sucht und nach Mystik, ist es das. Und man muss eigentlich wieder lernen. Ja. Wir haben 30, 40, 50 Jahre sind wir erzogen, haben wir gelernt, undankbar und nicht kein Vertrauen mehr zu uns zu haben, keine Liebe. Und jetzt müssen wir es halt wieder lernen. Und das, andere verlernen. Ne? Ja, es geht eigentlich sehr einfach und eigentlich sehr schnell auch. Aber die Leute glauben nicht dran. Es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Habe ich mal schon vor der Kamera gesagt. Ja. Es stimmt den Menschen gar verdrießlich, dass das Große so einfach ist, hat so Goethe gesagt. Absolut, da hat er hundertprozentig recht. Da gebe ich ihm absolut recht. Er möchte es gerne kompliziert. Wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen, sagen viele zu mir. Genau. Ja, genau. Und deshalb macht es ja keiner. Ja. Oder fast keiner. Und du hast aus diesen verschiedenen, also Schamanismus, Medizin, man ist für mich jetzt das Gleiche. Ja, es ist das Gleiche, absolut, Den Aborigines, der TCM. Geistheilung und. Für dich etwas entwickelt. Ja, ich dachte mir damals, ich lasse ein Buch. Selbstheilungstechnik. Ja, ich nenne es einfach Selbstheilung. Er dachte, gut, ich habe mich selbst geheilt. Ja. Sag ich, wie, und viele haben mir gesagt, ich möchte es auch, bring mir es bei. Mhm. Da dachte ich, wie mache ich das? Damals habe ich ein Buch gelesen, da stand, ich weiß nicht mal, welches Buch es war, es waren viele Biografien, was ich gerne gelesen habe, von Menschen, die todkrank waren und dann gesund wurden. Ja. Und da stand, alles, was du dir träumen kannst, kannst du auch erschaffen. Weil in dem Augenblick, wo du es dir vorstellen kannst, ist es auf der geistigen Ebene schon geboren. Ja. Da dachte ich mir, also gut, dann fangen wir mal an zu träumen. Mhm. Ja, erschaffe dann deine Träume irgendwann. Genau. Und da dachte ich mir, also gut, es muss möglich sein, dass man diese ganzen Sachen, wo mir geholfen haben, ich als eins zusammenfüge und deshalb meinen Freunden, Familien, Bekannten weitergebe. Weil ich weiß, die werden es nicht machen. Ich weiß, der Mensch ist faul. Und wenn ich sage, da musst du 2 Stunden, da 1 Stunde, da 3 Stunden, machst du ungefähr 8 Stunden am Tag, dann schaffst du es. Ja? Das wird so gut wie keiner machen. Ja, ich kenne es ja von mir auch selber auch. Und deshalb sage ich so, ich weiß, man muss es, alles ist möglich, dem der glaubt. Und ich glaube, dass es super einfach gehen muss. Und da habe ich mir halt Zeit gelassen. Das waren halt viele, viele Jahre, tausende Versuche. Habe ich immer wieder probiert. Dann durfte ich lernen, mit der geistigen Welt zu kommunizieren und so weiter und so weiter. Und habe ich immer abgefragt, ist es okay, ist es okay. Dann wieder an mir getestet, an einem anderen Organ und so weiter. Mhm. Und so entstand im Laufe von vielen Jahren diese SHT, wie ich es nenne, ganz simpel. Selbstheilungstechnik. Ja, genau. Ja. Mein Freund hat zu mir gesagt, ein guter Kumpel von mir, mach doch was, nimm doch einen mystischen Namen, irgendwas Amerikanisches, Ich sage, das ist nicht mein Ding. Ja. Es ist Selbstheilung und dann mache ich einfach Technik. Aber Technik ist so kühl. Mhm. Sag, für mich ist eine Technik. Es ist eine Technik. Mhm. Ich mache hier irgendwas, aktiviere was bei der Person und das ist für mich wie eine Technik und fertig aus. Erstmal habe ich so. Und was. Für diese Tech, um sie zu erlernen, braucht es keine Initiation, kein Glaubensbekenntnis, keine Religion, Man muss da nicht mal dran glauben. Das ist wichtig, ist einfach wichtig, weil die meisten den Glauben nicht haben. Also wenn ich sage, du musst dran glauben, dann kann man es gleich vergessen. Oder du musst stundenlang üben, kann man auch gleich vergessen. Es muss, für mich war es wichtig, diese 3 Säulen, es muss einfach sein, es muss schnell gehen und es muss wirken. Das war für mich an, weil ich dachte auch, man will es ja den Kindern weitergeben. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und
Was wir gerade dabei sind, auch Leute ja auszubilden, die dann in Regionen wie Indien und so weiter gehen, Südamerika, wo die Menschen kein Geld haben, um es da in Krankenhäusern, Kindergärten und so weiter beizubringen, damit es Kinder anwenden können. Also es muss kinderleicht sein. Ja. Man sagt, ja. Wenn du es einem Kind nicht erklären kannst, dann hast du es selber nicht verstanden. So ist es. Ja, so ungefähr. Sag ich mal den Quantenphysikern. Genau. Ja, und da haben sie schon viel. Ja. So, es ist so. Ja. Die Wahrheit ist eigentlich einfach. Ja. Aber und deshalb haben Leute, die Menschen Probleme damit, weil wir immer mehr erzogen werden, dass immer alles komplizierter wird. Ja. Ja. Ja? Na klar, ich meine, ich wollte mal Medizin studieren und wenn schon beim Test, ja, Medizintest, also ja, damals Numerus Clausus, mhm, war dann, ja, wenn Sie das Medikament A geben, hat es die Wirkung Nebenwirkung B. Ja, ja, genau. Dafür brauchen Sie ein Medikament C, um diese Nebenwirkung B, ja, wieder auszugleichen. Mhm. Heiligs Blechlabel. Und irgendwann habe ich jetzt gerade vor kurzem auch wieder gesagt, Mann, gut, dass der Numerus Clausus mich daran gehindert hat. Ja, Medizin vielleicht, ja, absolut. So kompliziert gemacht, weil es getrennt ist. Absolut, ja. Ja. Die haben auch oft gedacht, was ich jetzt den Teilnehmern auch sage, geh mal in der Apotheke und hol dich irgendwas und lest mal den Beipackzettel. Mhm. Da steht eigentlich drin, du kannst dreimal am Tag sterben, dir können die Ohren abfallen und trotzdem nehmen die es. Ja. Kiloweise, richtig? Sag ich, ja, eigentlich schon. Ja. Sag ich, doch verrückt, oder? Ja. Sag ich, ja, eigentlich schon. Wir sind so abgeschaltet, ja, und in unser Urvertrauen, dass, ja, wir sogar lesen, dir kann alles abfallen, dass wir es trotzdem nehmen. Mhm. Mhm. Ja, ist doch verrückt. Irgendwo. Gab es bei dir so einen richtig Turning Point oder war das ein ganz langsam, also ein Punkt, wo es Klick gemacht hat oder war das ein ganz allmählicher Prozess? Doch, ein Klick hat es gemacht, da wo der Schamane gesagt hat, am halben Jahr, ja, ist das weg. Ja. Und da habe ich mein Ding weitergemacht, am halben Jahr war es weg. Und hast, ja, mir Klick gemacht. Ja. Dann sage ich, es gibt noch viel mehr, als du glaubst. Ja. Und jetzt begib dich auf die Suche. Und dann war schon ein langer, 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 langer Prozess. Aber ich wusste, es funktioniert. Ich wusste, ich wusste. Ja. Ich wusste, auf einmal wusste ich es. Und das, der Glaube stieg ja auch, mhm, von Jahr zu Jahr langsam mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Mhm. Ja, das Urvertrauen. Ja. Ja. Was uns abhanden gekommen, voll, ist. Und ne, dieses Separiertsein, mhm, ist ja ein probates Mittel der Kirchen gewesen und der Priester, ja, indem sie uns, ja, schuldig gesprochen haben, ja, klar, und uns gleichzeitig vermittelt haben, wenn du schuldig bist, bist du außerhalb der Liebe Gottes. Mhm. Ja. Und nur das Opfer. Und du bist schuldig. Ne, du bist Sünde. Ne, und nur das Opfer, ja, was du uns bitte bezahlst, genau, ob nur durch Kirchensteuer oder damals durch irgendwelche gab, so ist es, kann dich wieder in diesen Bereich holen. Und, genau, das ist ja schon die Lüge schlechthin. Natürlich, absolut. Man, ja, man stellt uns ja von vornherein, ihr seid Sünder, du bist ein Sünder. Mhm. Ja, das sagt du so, so und so, du Erbsünde. Mhm. Das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Mhm. Ja, du hast die Erbsünde und so weiter, gebeichten, du musst jedes Mal wieder dich davon lösen und so weiter. Da werden wir schon in den Sockel gestellt, du bist eigentlich nichts wert, ja, mehr oder weniger. Ja. Ja, und verrückt eigentlich, was davon von Glaubenssätze eingebaut werden. Ja, aber spannend ist ja tatsächlich, also da gibt es ein Konzept Schuld. Na klar. Ja, also auf der Welt, unser Geld entsteht dadurch, dass Schulden gemacht werden. Ja, mhm. Also ein Weltkonzept Schuld, ja, aber dann gleichzeitig das, was du eben selber am eigenen, mhm, Leibe, ich durch andere, ja, ne, durch die Schläge meines, mhm, Vaters, ja, entwickelt habe, mhm, diese Vorstellung, ich bin schuld beziehungsweise nichts wert. Ich bin, ja, nicht gut genug. Ja, so ist es. Ich bin verkehrt. Ja, klar. Und also das sozusagen dieses Konzept sehr erfolgreich, ja, sein konnte, mhm, weil wir unbewusst genau diese, so, gleichen Mechanismen angewandt haben, absolut, um zu überleben. Absolut. Als, ja, ein Kind will ja nichts anderes als geliebt werden. Ja. Wenn der Vater das Kind schlägt, dann, ja, denkt das Kind, ich habe es falsch gemacht. Ja. Ist doch logisch. Ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nicht liebenswürdig. Der Stellvertreter Gottes. Ja, und der schlägt, ja, mich, also bin ich schlecht. Ein, ja. So ja, einfach ist es. Ja. Selbst wenn das Kind zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ja, oder Liebe, lass, ja, das, du kannst es nicht und so weiter. Ja. Hör, was der Pfarrer sagt und sei gut in der Schule. Denkt er, boah, ich muss ja wirklich das absolute Stück Dreck sein. Ja. Ja? Ja. Unbewusst natürlich, ganz tief, mhm, in den Schichten. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man im Erwachsenenalter nur noch Probleme hat. Fast, ja, nur. Mhm. Und das, mhm, Leben nicht in Harmonie ist, obwohl es eigentlich einfach ist.
das, was ich versuche den Leuten in den Seminaren und überall mir beizubringen, das Leben liebt dich, die Schöpfung liebt dich. Und wenn du dich nicht liebst, dann liebst du nicht das Leben und nicht die Schöpfung, du schiebst dich weg, sage ich. Und es eigentlich, was ich, sage ich, das ist eigentlich so einfach und ja, diesen Glauben rüber zu bringen, das ist manchmal gar nicht einfach und dafür bedarf es Techniken. Um auch diesen Glauben wieder herzubekommen, weil ich denke, ja, ich eigentlich bin ich schon okay und so, aber wenn ich dann mit jedem einzeln spreche, ja, nach 5 Minuten zieht er die Hosen runter, sagt eigentlich, bin ich nicht in meiner Erfüllung. Sag ich. Und spannend ist ja, dass es Menschen gibt, also sozusagen eine Spanne von ich ganz im Opfer, ich bin gar nichts mehr, bis sozusagen Hartz IV forever. Voll. Und die anderen, das sind die, die ihren Wert beweisen wollen. Genau. Die Lieblinge der Wirtschaft. Ja, ja. Natürlich. Ja, bis zum Burnout. Absolut. Oder Herzinfarkt oder Krebs oder sonst was. Die, ja, absolut, ja. Bis ihnen dieses Werkzeug genommen wird, ihren Wert zu beweisen. Dabei sage ich, dass jeder von uns seinen Wert in sich trägt, weil wir da sind. So ist es. Weil es uns ein einziges Mal nur gibt auf der Welt. Egal, ja, ob wir noch einen eineigen Zwilling haben. Ich habe ja 2 Kollegen, ne, die sind eineiige Zwillinge. Von Weitem kriegt man sie nicht auseinander. Aber so wie du sie aus der Nähe siehst und erlebst, wirklich zwei verschiedene Individuen. So ist es. So, absolute Einzigartigkeit. Und dem Wert ist nichts hinzuzufügen und auch nichts abzuziehen. Ja, ist so. Was würdest du sagen, Heilung? Was ist eigentlich Heilung? Ich komme immer wieder auf die einfache Quintessenz, warum soll ich neue Worte erfinden, das ist die Selbstliebe. Selbstliebe ist Selbstheilung. Was den Leuten immer wieder sagen, es ist die größte Geheimnis des Universums. Ja, was sage ich, du, schau mal, fangen wir mal an. Jetzt gebe ich dir mal Techniken in die Hand, um in deine Selbstliebe zu kommen. Ja? Oder schau dir den schönen Text von Charlie Chaplin an, zu seinem 70. wo er geschrieben hat, über Selbstliebe und. Es gibt so viele tolle Beispiele. Und sagt, du kannst noch ein Leben lang suchen. Ja, irgendwann gehst du in dein Grab hinein und weißt immer noch nicht, warum du hier warst. Und was eigentlich der Sinn war. Und der Sinn ist, dass du in deine Selbstliebe kommst. Immer wieder. Du sagst, du musst immer auf deine Selbstliebe selbst. Ich sage, ja, das ist das Geheimnis. Du fragst mich, ich kann nur das antworten. Ich versuche das mal. Heil sein heißt ganz sein. Ja. Das heißt, dass ich nichts an mir mehr verurteile, nichts mehr wegschiebe, nichts mehr, das will ich nicht, sozusagen, Ne, was weiß ich, meine krummen Füße oder ne, mein krummer Rücken oder diese Unzulänglichkeit, dass ich im Prinzip ganz bin. Ja, richtig. Ganz. Mich annehmen. Ganzheitlich, ja. Das ist auch was, mit den kranken Organen liebevoll zu reden. Denn wenn jemand Knieschmerzen hat oder Rückenschmerzen, dann sagt er ja oft durch meine scheiß Kreuzschmerzen. Oh. Ja, und ich sage ihm, es ist ein eigenes Wesen. Ja. Sage ich, wenn er Knieschmerzen hat, was glaubt er, wie schlecht es ihm geht? Stell dir vor, du hast ein kleines Kind, was machst du, wenn er Schmerzen hat? Bestimmst du ihn? Oder kümmerst du dich um ihn liebevoll? Was machst du kümmerst dich? Also, dann sage ich immer, fangt er mich schon mal hier an und sagt, ach mein, mein liebes Knie, wie geht's? Geht das bei nicht den so Kindern gut? Machen wir das. Ja, und hier gehen wir voll rein in uns. Ja. Und es ist klar, dass das Ding, oh, ist jetzt los. Ja, das Wesen Organ, was ich jetzt gerne manchmal nenne. Und das braucht auch einfach diese, was schwer ist, aber er leidet ja mehr, mein Knie leidet mehr als ich. Denn er hat einen Schmerz. Ja. Komplett. Das ist interessant. Lass uns mal den Gedanken, der ist mir jetzt erst vor 2 Wochen durch eine Seminarteilnehmerin von dir gekommen. Sozusagen die Organe als Wesen anzusehen, ist eigentlich völlig logisch. Ja. Weil wir sind die Vergesellschaftung von 53 oder 52 Billionen Zellen. So ist es. Und die Leber hat ja eine eigene, sozusagen. Ja, eine Familie. Das ist eigentlich eine Familie, sage ich mal. Also eine Organisation von Leberzellen, so ist die, die identisch sind oder quasi identisch mit der gleichen Morphologie. Ja. Also klar, es ist sozusagen ein Wesen in mir. So ist es. Und wenn meine Familie krank ist oder ein Teil meiner Familie, mein Kind, meine Frau oder was, da sage ich auch nicht mehr, du bist jetzt schwer krank und dich kümmere ich mich nicht.
gerade im Gegensatz, und die Person kümmere ich mich ja meistens sogar noch mehr, noch liebevoller, ja, wenn mein Kind schwer krank ist. Und da sollte ich mir da Liebe reingeben und sagen, du, es war's, jetzt gehen wir in die Küche, machen wir uns einen schönen Tee, ja, heute kümmere ich mich nur um dich. Mhm. Was, darüber, was glaubt ihr, was da abgeht? Das heißt also Aufmerksamkeit, wir kennen ja den Sport, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Und statt jetzt, oh scheiß Knie, ja, genau. Okay, liebes Knie, was brauchst du jetzt? Ja, richtig. Ja, ganz. Was brauchst du jetzt, was kann ich dir Gutes tun? Du hast mich so, wie viele Kilometer, tausende von Kilometern hast du mich getragen. Ja, ja, so ist es, das ist die Quintessenz, genau das ist es. Das kommt an, das kommt genau da an. Ja. Ja, das kommt genau da an. Das ist wie ein kleines inneres Kind, wo ich im Arm nehme und sage, ja, du, ja, ist okay, ich pass auf dich auf. Ja. Das ist schon Selbstheilung. Da geht schon ganz viel ab in Richtung der Heilung, der Selbstheilung. Ja. Habe ich tausendfach erleben dürfen. Und im Prinzip, also nicht den Schmerz bekämpfen, nein, sozusagen, oder zack und das Messer. Schlechte erst Energie mal, rein, sondern Aufmerksamkeit, ja. Liebe. Liebe ist Aufmerksamkeit. So ist und es. Energie. Klar. Und Akzeptanz. Ja. Also den Widerstand aufgeben. Ja. Kampf ist ganz, wenn man kämpft, hat immer verloren. Ja. Und die meisten geben 90% negative Energie rein, wenn man Schmerzen hat. Ja. Ja. Statt sind nur 10% und 90% sagen, okay, du hast mich wirklich jetzt 20, 30 Jahre durchs Leben getragen, das so viel gemacht und jetzt geht es dir wirklich schlecht. Ja. Und wenn es dir schlecht geht, fühle ich mit dir, ja, aber jetzt war es, jetzt kümmere ich mich um dir und du wirst sehen, es wird toll und so weiter. Ja. Das ist schon 50% Heilung oft. Da brauchst du Widerstand aufgeben und Liebe. Mhm. Und wie gesagt, jetzt sind mir jetzt gerade echt bewusst geworden, dass wir bei den Kindern sozusagen dieses magische oder so, ne, das Wesenheiten, ach das Knie, komm mal her, genau, ach du armes Knie. So ist es. Ne, und so. Dann, und bei uns selber, So ist es. Was passiert oft, wenn ein Kind sich verletzt, man pustet drüber, ist wieder alles gut. Zack, meistens funktioniert sofort, zack, vergessen und das Kind rennt los. Ja. Ja, und bei uns, da hauen wir nochmal richtig drauf mit dem Hammer. Und wundern uns dann, dass es immer schlechter geht. Verrückt eigentlich. Ja, eigentlich so logisch und doch, ja, eigentlich traurig, aber wir wurden halt so erzogen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die physische Ebene, also die rein körperliche Ebene betrachtet. Funktionieren deine Selbstheilungstechniken wahrscheinlich, aber wie funktionieren sie bei seelischen? Genauso. Da gibt es keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Alles eins, körperlich, mental, emotional, alles eins. Ja. Ja, und wenn die Ursache aufgelöst ist, egal wo sie jetzt ist, dann löst sich natürlich auf allen Ebenen auf, weil alles eins ist. Also ein Beispiel Depression. Ja. Ja. Mhm. Es wird ja ein Haufen Selbsthilfegruppen in dem Prinzip. Milliarden. Hintenrum erfährt man dann aber, dass es doch von der chemischen oder pharmazeutischen Industrie gesponsert, Antidepressiva. Und das musste bis zu deinem Lebensende, du bist ganz krank oder so. So ist es. Auch da annehmen, natürlich, akzeptieren, dass ich gerade so in diesem Tief, in dieser Schwärze bin. Genau. Und das ist auch schon, Akzeptanz ist das doch ist sehr wichtig, absolut. Der Start von Heilung, oder? Ja, ist so. Ja. Ist so, genau. Auch da wieder ganz einfach. Ja. Ja, natürlich, das langt nicht allein, wenn ich sage, ich akzeptiere mich und fertig, und das geht natürlich nicht, klar. Aber das ist ein ganz wichtiger Puzzleteil fürs Ganze. Ja. Ja. Akzeptanz dessen, was ist. Genau. Hat ja Krishnamurti seinen Jüngern, ich habe es manche Zuschauer haben es vielleicht schon mal gehört, aber ich finde es trotzdem, wollt ihr die Essenz meiner Lehre wissen? Hat er zum Ende seines Lebens gefragt. Ja. Die wollten das natürlich, die Schüler. Und dann hat er gesagt, ich habe den Widerstand gegen das Jetzt aufgegeben. Loslassen. Also kein Widerstand mehr. Genau. Und der Mangel an Selbstliebe ist ja sozusagen auch ein Widerstand gegen mich. Natürlich. Weil ich irgendetwas an ist mir doch klar. Ja, nicht, ganz nicht simpel, mag und verurteile, wegdrücken will. Ja. Ne? Tumore sind ja sozusagen
Im Dunkeln liegt da was, ja, sie kommunizieren nicht mehr mit den anderen Zellen und es will ans Licht. So ist es. Und will geliebt werden. Ja, ja. Klar, aber dem Tumor, dem schicke ich ja kiloweise Angst ins Feld, energetisch. Ja, den füttere ich ja mit Angst und mit Hass. Ja. Ja, was ich ja verstehe, man hat Angst, man denkt, oh Gott, es ist so, wenn du Krebs hast, stirbst du wahrscheinlich. Sterbepflichtige Krankheit. Ja, ja, ist ja. Ja, natürlich erstmal die Angst im Feld. Mhm. Klar. Mhm. Schade. Aber es ist einfach so, die Konzerne, und wie auch immer, ich will keinen Namen nennen, aber jeder weiß, was eigentlich gemeint ist, die wollen nicht, dass wir gesund sind oder glücklich. Das wollen die einfach nicht. Und da drauf, sag ich mal, gesellschaftlich hat sich in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich was entwickelt. Viel, Gott sei Dank. Und ich vertraue darauf, dass die Pharma eines Tages genauso einen Switch erleben wird und sich in den Dienst von Gesundheit stellt. Sie wird müssen. Sie wird müssen. Ja. So wie die Kirche auch. Sie muss sich bewegen, weil der Widerstand, sag ich mal, der Widerstand der Liebe, was auch immer, der wird immer größer. Und irgendwann der Widerstand zu groß ist, von alleine macht sie das nicht. Nee. Und die Kirche auch nicht. Nur wenn der Widerstand zu groß ist, dann machen die das. Gezwungenermaßen, sage ich mal am Anfang. Und was daraus wird, kann natürlich sehr, sehr positiv sein fürs Ganze. Ja, also ich meine, das Know-how, Substanzen in ihrer, da geht es natürlich um Patente immer wieder. Ne? Um Billionen. Es geht um Milliarden, allein bei Parkinson. Ja, klar. Jetzt gesehen, eine Tablette, 4 Euro. 30 oder 4,50 Euro. Absolut. Eine Tablette und davon nehmen sie dann 2, 3 am Tag. Genau. Das sind ein paar tausend Euro pro Patient, nur durch diese eine Tablette. Nur durch das. Aber ich vertraue darauf. Und zwar in diesem Prozess, dass immer mehr Menschen, habe etliche kennengelernt und gesagt, ja, da hat der Arzt mir das und das aufgeschrieben, das Rezept habe ich gleich weggeschmissen. Ja. Ich nehme das Zeug nicht. Aha. Ja, das heißt, okay, da entstehen dann Kosten durch das Rezept. Ja, wenn sie es dann auch abholen, auch nochmal, aber egal. Also, dass immer mehr Menschen gesagt, nein, ja, das, was auf dem Beipackzettel steht, das ist ja genau das, wogegen eigentlich das helfen sollte. So ist es, genau. Es ist so, weil oft häufig. Die Medizin wird oft so gemacht, dass es hilft, aber die wissen genau, aber dass die Person auch schön krank bleibt, wird dann was anderes daraus entstehen. Genau, genau. Und nochmal, da habe ich ein Vertrauen, dass in dem Wechsel, dass wir als Bevölkerung, als Menschen immer wacher und selbstverantwortlicher werden. Schön, Gott sei Dank. Und schön. Einfach sagen, nee, ich vergifte mich nicht. So ist es. Sondern ich möchte etwas, was diese Selbstheilungskräfte unterstützt. Umso mehr man in dieses Selbstvertrauen kommt, umso mehr wird man Schöpfer seiner eigenen Realität, was ich immer gern sage, umso mehr wird das Leben schön. Ganz simpel gesagt. Mhm. Und umso mehr Menschen das machen, ist eine Flutwelle, lässt sich nicht aufhalten. Ja. Dieses neue Bewusstsein, was da entsteht, 5. Dimension und so weiter und so fort. Und was ich halt manchmal auch, viele reden über Selbstliebe, über du musst die Liebe hochhalten und alles. Was mir aber immer gefehlt hat, ist die Gebrauchsanweisung. Sag ich, wie mache ich das? Ich glaube nicht dran. Ja. Ich weiß, Jom, Jom und Hom und so, aber danach geht es immer noch nicht gut. Mhm. Ja, sag ich, die Leute brauchen die Gebrauchsanweisung. Es ist einfach so, für einen Kochtopf, für ein Handy, für einen Steckdose, für jeden, für alles gibt es eine Gebrauchsanweisung. Für alles. Ja. Für uns selbst. Ach, für uns selber, wo wir das Komplexeste im Universum sind, nichts. Das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch nur Zufallsprinzip. Ja. Sag ich, ich denke immer, ich gebe dir eine Gebrauchsanweisung. Mhm. Und die machst du. Bei mir hat es funktioniert. Für mich war es 8. Weltwunder. Für tausende andere auch. Ja. Entweder du machst oder du lässt bleiben. Mehr kann man ja nicht machen. Ja. Magst du noch ein kleines Schlusswort halten? Ja, ein Schlusswort. Nur ein Satz, dass es unser Geburtsrecht ist. Es ist unser Geburtsrecht, glücklich, gesund und in Erfüllung zu leben. Das ist unser Geburtsrecht. Mhm. Das darf man von niemand nehmen, sondern wirklich wieder das in Anspruch nehmen. Unser Geburtsrecht. Genau. Kann ich voll unterstreichen. Ich danke dir für dieses Einladung. Schlusswort. Liebe Zuschauer, nehmen Sie Ihr Geburtsrecht in Anspruch. Fangen Sie gleich heute an. Es ist so einfach.
Es ist nicht kompliziert. Aber es bedarf Ihres Entschlusses, Ihrer Entscheidung. Und wenn Sie sich entscheiden, dann wird das Leben Ihnen alles dazu geben, dass es was wird. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.